Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Power Bowser Box von Bowser. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Power Bowser von Bowser. Das Ganze in dieser wunderbaren Box erschienen. Wir haben hier eine schwarze, flache Box mit dem Schriftzug Power Bowser, hier so in Silber bzw. Lila. Ansonsten komplett schwarz gehalten, relativ schlicht vom Design. Rundherum alles in Schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann ebenfalls Schwarz in Schwarz. Und hier unten dann noch die Credits und die Infos zu dieser Box. Diese Box auf 2000 Stück limitiert. Der Deckel ist abnehmbar, keine reguläre Klappbox. So sieht das Ganze aus. Okay, hier dürfte schon die CD mit ihrem Cover angestoßen sein. Deswegen hier etwas eingedrückt die Seiten. Wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Album, nämlich das Album Power Bowser. Ein Feuerzeug. Ein Poster. Und ein T-Shirt. Ansonsten die Box in Schwarz und Weiß gehalten. Ist so eine dünne Kartonbox, also jetzt nicht irgendwie verstärkt. Es ist relativ dünn gehalten vom Material her. So, und dann kommen wir wie immer zuerst zum Album. Dieses noch eingeschweißt. Bedeutet, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. So. So, dann haben wir hier Bowser auf dem Cover. Power Bowser, der Schriftzug darüber. Flammen, Blitze. Und auch hier auf der Unterseite jede Menge Flammen. Bowser spielt hier eine riesige E-Gitarre. Sieht auf jeden Fall mächtig aus. Bomberjacke inklusive Teufelsaugen. Also hier wirklich, ja, für mich die Assoziation zu Hölle oder Teufel, Flammen und diese Augen. Sieht auf jeden Fall sehr heftig aus, das Ganze. In einem normalen Jewel Case. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 12 Stück an der Zahl. Wir haben Features von Capital Bra, dann zweimal Reezy, einmal Nura von Sixten und Yoshimitsu. Von diesen 12 Tracks ist mein Favorite der Track Nummer 10, FML, also Fick mein Leben. Dann haben wir hier noch die Credits und auch hier wieder einen Barcode. Gut, wir schauen mal hinein. Als erstes werfe ich mal einen Blick in das Booklet. Okay, es dürfte wohl auch ein Poster sein, oder zumindest als Poster verwendbar sein. Wir schauen mal kurz. Ja, also wir haben hier einmal ein Poster in A3 im Hochformat. Das Motiv, das wir bereits vom Cover kennen, Power Bowser. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann hier nochmals ein Poster. Power Bowser lesen wir auch hier wieder. Und dann haben wir hier Bowser mit wilder Frisur. Ja, dürfte in einem Club sein oder eventuell in irgendeiner Location Backstage. Wir haben hier eine Dartscheibe und hier alkoholische Getränke. Sieht stark nach Bier aus. Inklusive Zigarette in der Hand. Das Poster etwas kleiner, denn wir haben hier unten noch eine Zeile, eine Leiste. Und wir haben hier einmal ein Quadrat. Auf diesem finden wir die Credits. Bedeutet, wir haben die Tracklist nochmal aufgeführt, inklusive der Infos, wer die Beats produziert hat. Dann haben wir nochmal das Cover, klar. Und hier zum Abschluss nochmal bowsershaus.de, also die Website von Bowser. So, also wie gesagt, ihr könnt euch da ein Poster draus machen. Beidseitig verwendbar.
entweder Bowser vor dieser Dartscheibe oder das reguläre Motiv, das wir hier auf dem Cover haben, als Poster. Ich werde in dem Fall das Booklet wieder verstauen und nicht als Poster verwenden. Die CD sieht so aus. Power Bowser in schwarz gehalten, auch hier wieder dieser Silber-Schriftzug. Und die Rückseite ebenfalls glatt schwarz. Dann haben wir ein Feuerzeug, ein schwarzes Feuerzeug mit dem gelben Aufdruck Power Bowser. So sieht das Ganze aus. Hier unten die Möglichkeit, das Ganze dann zu befüllen. Reguläres Feuerzeug. Was lesen wir hier? Clipper lesen wir hier. Und man kann hier die Flamme nicht einstellen. Und es ist regulär hier über den Zündstein. Ja, ist auch schon befüllt. Kann man also sofort einsetzen. Sehr schön. Dann haben wir ein Poster. Und auch auf diesem Poster, wie auch schon auf dem Poster im Booklet, haben wir das Motiv des Covers. Und zwar dieses hier. Power Bowser. So sieht das aus. Dieses allerdings etwas größer und in etwas besserer Qualität, meiner Meinung nach. Also, dieses Poster in der Größe A1, im Hochformat und das Ganze einseitig bedruckt. So, jetzt ist nur die Frage. Ich glaube, sowas. Jawohl, schaut gut aus. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir dann hier noch ein T-Shirt. Und wie sollte es anders sein? Auch hier haben wir wieder dieses Cover abgebildet. Auch hier wieder Bowser in Flammen inklusive Blitzen. Der Schriftzug Power Bowser darüber. Das T-Shirt ansonsten komplett in schwarz. Neckprint haben wir in diesem Fall keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Premium Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Das Ganze wie so oft in Größe L. Gut, schauen wir uns nochmal kurz im Detail an, wie das T-Shirt aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt mit dem Aufdruck Power Bowser und diesem riesigen Bild quer über den Brust bis hinunter zum Bauchbereich. Hier diese Flammen und die Gitarre. Ich muss ehrlich sagen, rein von der Optik, es erinnert mich echt sehr stark an irgendwie so eine Heavy-Metal-Band, so ein typisches Band-Shirt, wie man die kennt. Metallica etc. Ist jetzt nicht ganz so mein Stil, also ich muss ehrlich sagen, ich werde dieses T-Shirt eher weniger tragen. Wobei ich aber ehrlich sagen muss, dass es schon ein ziemlicher Blickfang ist und stark ins Auge sticht. Also mit dem T-Shirt hat man auf jeden Fall entsprechend Aufmerksamkeit, meiner Meinung nach. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann das Poster, ebenfalls mit diesem Motiv in der Größe A1 im Hochformat, das Ganze einseitig bedruckt. Dann haben wir das zugehörige Power Bowser Feuerzeug in schwarz mit gelbem Aufdruck. Und dann natürlich das Album an sich, Power Bowser im Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box Power Bowser von Bowser. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bowser unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.